Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News. Ich hoffe, es geht euch nach dem Wochenende gut. Ich bin mittlerweile wieder am Leben, nachdem wir den 24-Stunden-TOTK-Stream durchgezogen haben und habe beschlossen, in Zukunft werden es wahrscheinlich nur 18 Stunden. Ich bin einfach zu alt dafür. Aber es ist trotzdem ein super Spiel und ich möchte mich nochmal ganz lieb für den Support von euch bedanken, für allen, die dabei waren. Genauso wie für den Support von allen Kanalmitgliedern hier. Danke, dass ihr dabei bleibt und den Kanal hier ein bisschen unterstützt. Aber jetzt legen wir los mit den News. Ryzen 8000 steht in den Startlöchern. Naja, nicht ganz, aber es könnte schon bald soweit sein, dass wir über die neue Generation was erfahren werden. Denn laut den ersten Tests soll auch Ryzen 8000 wieder mit einer bestimmten Kernanzahl kommen und 16 ist auch hier wieder das Maximum. Und das kann ich mir auch schon vorstellen, denn die Nanometerstruktur wird sich noch nicht großartig geändert haben und man ist ja jetzt schon so ein bisschen am Limit mit dem 3D-Cache und so. Da gab es ja schon technische Probleme und da geht man wahrscheinlich erstmal auf Nummer sicher. Laut den ersten Gerüchten soll es zumindest einen Ryzen 9 8950X, den 8900X, den 8700X und den 8600X gehen. Also von 16 Cores runter zu 6 Cores ist wie bei der jetzigen Generation wieder alles dabei. Und auch hier soll der 3D-Cache wahrscheinlich erst später wieder Einzug nehmen, denn hier geht es erst ab 80 MB Cache los, was aber schon mal eine ganze Menge mehr ist als bei Ryzen 7 950X. Laut den Spekulationen soll bis auf die Leistungssteigerung nicht sehr viel dazukommen, denn auch der Cache mit 80 MB soll beim Topmodell 8950X identisch bleiben. Na mal gucken, aber 30% mehr Performance dürfen wir wahrscheinlich von Codename Nirvana trotzdem erwarten. Aber AMD ist noch in vielen anderen Bereichen zuständig und die gehen immer mehr auf Handheld-PCs und kleine kompakte PCs, wie zum Beispiel auch Minis Forum. Die haben nämlich jetzt den UM87 und den UM97 angekündigt und auch der soll mit den Phoenix APUs kommen, weil es momentan keine wirklich gute Konkurrenz zu diesen Dingern gibt, denn die Grafikfähigkeit von diesen Dingern ist schon eine richtig geile Sache. Wie zum Beispiel im Asus ROG Ally, da konnte man jetzt eine 1080p 60 FPS Emulation von God of War 3 erreichen und das ganz normal auf dem Handheld, wobei die PlayStation 3 ja dazu noch schwer emulierbar ist durch die komplexe Struktur der Konsole. Und das ist halt schon eine Ansage, was wir mittlerweile für Leistung da drin haben können. Und bald habt ihr das dann halt auch in so einem kleinen Mini-Kompakt-PC, der kleiner ist als ein Mac Mini zum Beispiel. Weiter geht es allerdings mit den Budget-Grafikkarten von AMD. Da hatten wir ja letztes Mal schon eine News-Meldung, dass eventuell das Ding für $250 auf dem Markt kommen könnte, denn ein chinesischer Händler hatte die Grafikkarte schon im Regal stehen für umgerechnet $250. Wenn wir jetzt von europäischen Grafikkartenpreisen ausgehen, werden wir wahrscheinlich 350 € inklusive Steuern erwarten können, denn es gibt die ersten Preise aus Frankreich. Und da sind 349 € halt angesetzt. Mal sehen, wie viel Leistung die Grafikkarte am Ende haben wird, denn AMD untypisch kommt die leider auch nur mit 8 GB VRAM. Ja, und Intel müssen wir mal eiskalt skippen, denn da gibt es momentan nicht viel, dafür umso mehr bei Nvidia. Und da fangen wir erstmal mit der 4060 Ti an, die ja im Juli auch noch mit 16 GB VRAM rauskommen soll, während die 8 GB Variante ja schon diesen Monat erscheint. Allerdings gibt es wohl hier größere Änderungen und warum die erst so spät kommt, das soll wohl eine Sache von Nvidia sein. Denn laut internen Informationen handelt es sich hierbei wohl um eine hektische Aktion seitens Nvidia, die kurzfristig beschlossen haben, dass doch noch eine 16 GB Variante kommen soll. Dazu hat man wohl den AD 106350 angepasst auf einen AD 106351. Also das Chip-Layout wird sich offensichtlich ein bisschen verändern, weil die Platine wird es nicht. Und hier hat man dann mehr Platz wohl für die Leiterbahn und so weiter und so fort und für die Speicherbandbreite der Chips gemacht. Und hier wird es spannend, denn auch dieser Chip soll 5 Watt mehr TDP haben. Na gut, werden wir auf jeden Fall mal sehen, ob
die Grafikkarte denn wirklich am Ende so kommt. Aber mit 16 GB wäre das eine verdammt interessante Mittelklasse-Grafikkarte. Und ich gehe fest davon aus, dass AMD dann auch nachziehen wird. Weiter geht es mit einer Grafikkarte, die für den professionellen Bereich gedacht ist, aber mit den aktuellen Stromsparsachen, die wir gerade alle dringend benötigen, gerade in Deutschland, gibt es jetzt die neue Nvidia RTX 4000 in einem Low-TDP-Design. Und zwar hat man wohl 20% mehr Leistung als eine RTX 3060 und das bei 70% weniger Verbrauch. Und das ist natürlich schon mal eine schöne Sache. Denn knapp 70 Watt soll die Grafikkarte gerade mal benötigen, kann im Blower-Design bestellt werden und im Low-Profile. Und da sieht man wieder mal, wie groß der Sprung von der 30er-Generation auf die 40er-Generation ist, wenn es um Sachen Effizienz geht. Dafür, dass wir am Anfang ja immer das Thema hatten, oh, die 4090 bis zu 600 Watt und in Tests nimmt sie sich dann bis zu 280 oder vielleicht 300 Watt, wenn man sie mal ein bisschen fordert, ist schon auf jeden Fall eine Ansage und ich bin schon auf die 5000er Generation gespannt, die wahrscheinlich dann wieder ein Refresh von Ada Lovelace sein wird und ja, es wird spannend werden. Aber spannend kann es auch für Leute werden, die einen leisen PC haben wollen, denn Asus hat jetzt eine neue Asus Strix vorgestellt und die ist wassergekühlt im 240 mm Design. Trotzdem wird die Grafikkarte noch 2,6 Slots benötigen. Hier wurde alles auf leise gesetzt und das finde ich durchaus ein schönes Design. Aber ich mag ehrlich gesagt diese Schiffe von Grafikkarten, wenn sie doch wenigstens in alle Gehäuse passen würden. So, und da haben wir natürlich neben den großen Themen auch wieder ein paar kleine Themen und dazu kommen wir jetzt. Denn Apple scheint momentan schon den M3 Pro zu testen und der ist durchaus interessant. Denn 12 CPU-Kerne soll das Ding haben und 18 GPU-Kerne, also ein bisschen mehr als der M2 Pro. Und das wird durchaus eine interessante APU werden, beziehungsweise eine durchaus interessante SoC und ich bin wirklich gespannt, wie viel aus diesen flachen, dünnen MacBook Airs da in Zukunft noch rausgeholt werden können und ja, mal gucken, wo Apple noch hin will. Aber mal zu einem ganz anderen Thema und zwar M2 SSDs mit PCI Express 5.0. Da gab es ja die ersten Modelle, die mit einem kleinen Lüfter kommen und der scheint auch dringend notwendig zu sein. Denn Crucial hat die T700 Gen 5 jetzt offiziell mit einem Stromsparmodus vorgestellt, der die auf HDD-Geschwindigkeiten drosseln kann. Und da geht man anscheinend schon diesen vorsichtigen Weg, denn Crucial hat gesagt, ey, es wird keine SSD mit Lüfter bei uns geben, aber vielleicht wäre der sogar notwendig, wenn man dann so eine Drosselung verzeichnet. Denn dann bringt euch eine PCI Express 5.0 SSDs bei größeren Kopiervorgängen überhaupt nichts. Ich finde den Kompromiss noch ein bisschen komisch, hier muss sicherlich noch ein bisschen am Fertigungsverfahren gearbeitet werden, aber vielleicht sollte man jetzt wirklich mal auf konstante Übertragungsgeschwindigkeiten setzen, ähnlich wie bei Elektroautos, wo man sagt, oh, der schafft im Peak 300 Kilowatt für eine Sekunde und stürzt dann auf 180 ab. Also, ihr wisst, was ich meine. Hier muss vielleicht in Zukunft noch ein bisschen mehr dran gearbeitet werden und bei knapp 12 GB die Sekunde brauchen wir wirklich mehr im Desktop-PC momentan? Ich glaube nicht. Weiter geht es mit einem anderen interessanten Projekt und zwar von Samsung. Die haben nämlich Compute Express Link 2.0 vorgestellt und damit könnt ihr über die PCI Express 5 Schnittstelle euren Arbeitsspeicher erweitern. Das Modul schafft nämlich bis zu 32 GB die Sekunde und gibt es momentan noch in einer 128 GB Fassung. Später sollen noch Fassungen mit 512 GB rauskommen. Übrigens Elektroauto und Ladegeschwindigkeit. Schweden will eine Autobahn elektrifizieren. Über 21 Kilometer soll es wohl problemlos möglich sein, LKWs und Autos zu laden. Man weiß halt nur noch nicht, wie. Entweder per Oberleitung oder induktiv in der Straße. Wir werden es sehen. Jedenfalls induktiv, Ladeverluste und so. Aber Schweden ist da ja ganz weit vorne mit dabei bei der Elektromobilität. Das war es jetzt allerdings auch schon mit der Tech News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer, Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.